Servus Leute, willkommen zu meiner Offroad-Tour 2024. Dieses Jahr geht es in die Pyrenäen und nach Andorra. In den nächsten 6 Tagen werde ich einige spektakuläre Offroad-Strecken befahren. Unter anderem die Smuggler Road und den Pic Negre mit über 2600 Meter Höhe. Die recht lange Anreise von 1200 Kilometer erfolgt diesmal im Transporter. Und begleitet werde ich auf dieser Tour von meinem Kumpel Bernie. Ja, wir sind jetzt angekommen hier in der Pyrenäen. Nach 13 Stunden Fahrt über Nacht haben wir hier einen schönen Campingplatz gefunden in Lavorsi. Und Zelt ist aufgebaut, steht alles, Motorräder sind ausgeladen. Und morgen kann es dann losgehen mit der ersten großen Tour. Nach der langen Fahrt über Nacht waren wir heute Morgen natürlich total übermüdet. Das bedeutete dann erstmal 2-3 Stunden auf die Isomatte. Am Nachmittag hielten wir es dann aber nicht mehr aus. Bei diesem Traumwetter hier in den Pyrenäen mussten wir unbedingt nochmal auf die Bikes. In meiner Planung hatte ich ja zum Glück noch den ein oder anderen Reserveberg. Also nahmen wir unsere erste Offroad-Strecke dann schon heute unter die Räder. Es ging nun auf den 40 Kilometer entfernten Torretta del Ori. Die ersten 1-2 Kilometer haben wir es dann noch etwas vorsichtiger angehen lassen. Immerhin liegt meine letzte Offroad-Tour auch schon ein Jahr zurück. Aber das Gefühl für den losen Schotteruntergrund kam dann recht schnell wieder zurück. Mit jedem Kilometer wurde das Tempo flotter und der Spaßfaktor größer. Das war jetzt zum Einstieg unserer Pyrenäen Offroad Tour. Gleich mal ein kleiner 2700er. Ja, aber hat Spaß gemacht. War nicht ganz so extrem. Für den Einstieg genau richtig, um Spaß zu haben. In meiner Gipfeleuphorie habe ich dem Berg dann versehentlich noch 300 Meter dazugegeben. Er hat allerdings nur 2440 Meter. Aber auch das ist eine stolze Höhe, die man nicht jeden Tag hochfährt. Ja, jetzt hat uns noch ein kleiner Regenguss erwischt. Obwohl es gar nicht hätte regnen dürfen, laut Wetterbericht. Aber der Wetterbericht ist halt auch nur ein Mensch. Aber wir haben hier eine tolle Kapelle gefunden. Ja, die Mutter Maria hat uns ein trockenes Heim gegeben. Aber auch hier bin ich falsch gelegen. Es war nicht die Mutter Maria, sondern der heilige Sankt Miguel.
den Typ Lammsteak mit Zwiebeln und Kräuterbutter. Ja, die Brötzle ist schon richtig lecker, hä? Oh. Das ist die Sonne, ja, ja. Nachher von. Oh. Das ist ein bisschen dunkel, du. Ein guter, gell, Bernie? Hallo, servus Leute. Herzlich willkommen zu meiner diesjährigen Offroad-Tour. Ich bin dieses Jahr in die Pyrenäen. Und zwar mittendrin, da wo die Berge am höchsten sind. Ich habe mein Basislager hier unterhalb von Andorra auf dem Campingplatz. Und von hier aus werde die Tour gestartet in alle Richtungen. Und ja, wir haben zwei Touren nach Andorra. Da ist natürlich der Pic Negre und die berühmte Smuggler Road dabei. Und dann haben wir noch einige andere Touren mit Bergen drin von über 2700 Meter. Wie ihr seht, es ist noch einigermaßen frisch heute Morgen. Der Bernie läuft auch noch im dicken Kittel rum hier. Und ja, aber es soll besser werden. Und wir haben heute bestimmt einen schönen sonnigen Tag. Ja. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich immer über ein Like. Und ihr könnt natürlich auch unseren Kanal abonnieren, freuen wir uns auch immer drüber. Aber über Likes freue ich mich ganz besonders. Als erstes muss der Bernie jetzt mal seinen Tank voll machen. Er hat ja nur 7 oder 8 Liter drin und sicher ist sicher. Wir wollen ja schließlich nicht mitten in den Bergen mit leerem Tank dastehen. Der Liter Super kostet hier in Spanien übrigens 1,48 Euro. Da macht das Tanken auf jeden Fall mehr Spaß wie in Deutschland. Ja, und auf der heutigen Tour haben wir gleich unser erstes großes Highlight. Es geht nach Andorra auf den Pic Negre. Das ist ja einer der bekanntesten Offroad-Berge hier in den Pyrenäen. Und er hat eine Höhe von 2640 Meter. Die Strecke nach Andorra hätten wir natürlich auch über die N260 zurücklegen können. Das wäre wahrscheinlich der schnellere Weg gewesen. Die 260 ist ja die Hauptverbindung in den Pyrenäen. Sie verläuft vom Mittelmeer quer durch die Pyrenäen bis an den Atlantik. Aber wir sind ja hier zum Offroadfahren. Also fahren wir südlich von der 260 mitten durch die Berge. Das heißt für uns ca. 50 Kilometer Schotterpiste. An der Stelle hier gingen jetzt unsere Navigationsprobleme los. Rechts von der Ruine wäre eigentlich unsere Strecke weitergegangen. Der Weg war aber ab hier gesperrt. Also wieder zurück und einen anderen Weg suchen. Das Navi hat dann irgendwann gar keine Wege mehr angezeigt. Ab dem Zeitpunkt ging es dann nur noch nach Gefühl. Irgendwann sind wir dann endlich wieder auf eine asphaltierte Straße gestoßen. Unser Zeitplan war zwar total im Arsch, aber Spaß gemacht hat's trotzdem.
und der Spaß ging hier auf dieser Talstraße gerade weiter. Eine Kurve nach der anderen, perfekter neuer Asphalt und nicht ein einziges Auto auf der gesamten Strecke. Wir sind jetzt wieder auf der Route. Unser Ziel ist, von der spanischen Seite direkt Offroad bis auf den Pic Negre zu fahren. Da ist ein Sackgasse, da unten ist ein Sackgasse. Dann müssen wir da hoch. Wieder. Nee. Wir fahren da vorne den anderen Weg hoch. Mir zeigt da an, da runter und dann wieder rechts hoch. Ja, ja gerade auch zur Füße, dann geht's irgendwo rechts hin. Da aber da durchfahren? Nee. Hin. Dann müssen wir weiter runter, außer rum. Also den Einstieg in die Schotterpiste haben wir dann doch nicht gefunden. Irgendwie hat das Navi heute einen schlechten Tag. Wir haben uns dann dazu entschieden, nach Andorra zu fahren und die Standardauffahrt zum Pic Negre zu nehmen. Jetzt geht's da runter und dahinter hoch, glaube ich. Das muss es sein. No se puede subir, es closet. Warum? No se puede subir, es closet, es interdit.
closet. Only a pie o bicicleta. No possible, Monte. Hey, it's okay? No. No possible. Hey! Si están los banderas, le pondrán una multa. Está prohibido. Only a pie, bicicleta o vehículos andorranos que estén autorizados. No posible monte arriba. Es no. No pueden pasar. Also, der fällt jetzt gerne hochfahren, weil da liegt Stein und es ist alles runtergekommen, weißt du? Y si están los banderas, les pondrán una multa arriba. Ah, ¿por qué va? Ya viene. Vale, ahora te dono. Sí. Cuidado. Cuidado. Hey. Ven aquí. Hey. ¿Qué estás haciendo? La madre que está a parir. ¿A que no te lo dono? Para! Komm, mach das mal wegkommen. Boah, Suerte! Suerte no tiene cuernos! Ja, okay. Ciao! Also, wenn du hier vor dem Buckel stehst, dann hast du schon ein leicht komisches Kribbeln im Bauch. Auf dem Video sieht das vielleicht nicht so aus, aber hier geht es gleich mal richtig steil den Berg rauf. Wir wussten natürlich nicht, dass der Pic Negre auf der zweiten Hälfte noch viel krasser wird. Der Hang hier war sozusagen nur zum Aufwärmen. Aber das ist auch noch, da geht's auch noch mal richtig hoch da, gell? Hier am Pic Negre gibt es auch keine Serpentinen, wie an den meisten anderen Bergen. Es geht hier einfach nur frontal den Berg hoch. Das hieß dann immer am Gas bleiben und komplett bis oben durchziehen. Ansonsten hast du hier kaum eine Chance. Im ersten Moment dachten wir ja, dass wir den Gipfel schon erreicht hätten. Aber dann sahen wir, dass es noch weiter nach oben ging. Und ab jetzt wurden die Adrenalinschübe im Körper noch deutlich größer. Das hieß dann für uns erstmal entspannen, eine kleine Pause machen und einige Fotos schießen. Wir sind ja auch schon die Skipiste am Monte Schafferau hochgefahren. Allerdings ist der Pic Negre definitiv eine ganze Stufe krasser. Ja, und falls ihr euch fragt, warum wir jetzt doch hochfahren durften, eine kleine Spende für Frauen und Kinder öffnet doch einige Türen. War mir in dem Moment auch egal, weil auf den Negre wollte ich unbedingt hoch. Ich muss jetzt auch mal ein paar Worte über meinen Flügelmann verlieren. Der Bernie ist jetzt immerhin 66. Und obwohl er ja bei weitem nicht so viel Offroad fährt wie ich, geht er hier, ohne mit der Wimper zu zucken, mit seiner 300er Honda solche Berge rauf. Und sein allererster Offroad-Berg
war vor 2 Jahren gleich die Skipiste am Schafferow, die zu den steilsten Auffahrten in den Westalpen zählt. In der Beziehung ist er wirklich absolut schmerzfrei. Das ist mit Abstand der schwierigste Offroad-Berg, den ich mit meiner Dicken bisher gefahren bin. Aber gleichzeitig auch der geilste. Vor allen Dingen der letzte steile Anstieg mit dem groben Geröll und den ganzen Felsbrocken. Wenn du hier oben ohne Sturz ankommst, ist das Euphorie pur. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Pic Negre oben angekommen. Eine Wahnsinnsaussicht über ganz Andorra. Einfach unglaublich. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir heil wieder runterkommen. Ja, Bernie. Okay. Also wenn man auf so einen Berg hochfährt, dann muss man natürlich auch irgendwann wieder runter. Und runter ist teilweise schwieriger als hoch. Vor allen Dingen bei diesem starken Gefälle und dem groben Schotter. Da kann dir schnell mal das Vorderrad wegrutschen und schwupps liegst du im Dreck. Der Security hat uns erzählt, dass sie den Berg deshalb gesperrt haben, weil so viele Unfälle passiert sind. Angeblich sind hier am Pic Negre 50% der Biker schwer gestürzt. Was? Ciao. Ja, das war jetzt ein sehr günstiger Tankvorgang hier in Andorra. Sage und schreibe 1,36 Euro pro Liter. Da macht das Tanken doch mal wieder richtig Spaß. Jetzt gehen wir noch kurz nach Andorra la Vella, um da einen Kaffee trinken. Und dann werden wir wieder an die Campingplatz zurückdüsen. Ja, das war heute ein fantastischer Fahrtag mit perfektem Wetter. Und der Pic Negre hat genau das gehalten, was wir uns von ihm vorgestellt hatten. Einfach ein grandioser Offroad-Berg. Wäre echt schade gewesen, wenn wir da nicht hätten hochfahren dürfen. Aber im Endeffekt hat es ja dann doch geklappt und wir hatten das erste große Highlight unserer Offroad-Tour. Auf dem Heimweg zum Campingplatz fuhren wir nun über die N260. Das Teilstück zwischen Adral und Sort ist eine absolute Highspeed-Strecke mit Megakurven. Es geht über den Port del Canto mit 1720 Meter Höhe. Und Bernie hat seine kleine Honda voll auf Anschlag gefahren.
Das war dann eine richtig flotte und spaßige Heimfahrt. So, wir werden heute die zweite große Andorra-Tour starten. Es wird über die Smackelroth geht's nach oben, nach Andorra. Und dann werden wir uns durch die Skigebiete von Andorra kämpfen. Da werden wir uns so um die 2500 Meter, 2600 Meter bewegen. Und ja, das Wetter passt auf jeden Fall. Herrliches Wetter, strahlender Sonnenschein, keine Wolke. Das sieht man hier unten zwar jetzt nicht, weil wir hier unten ziemlich im Loch liegen mit unserem Campingplatz. Aber wenn man da hochschaut, alles super. Klasse Wetter, das gibt eine geile Tour heute. Wir starten unsere heutige Tour Richtung Alins. Dort zweigen wir ab und es geht in die Berge Richtung Tor. In Tor beginnt dann die Smuggler Road nach Andorra. Die Route nach Tor führt durch eine schöne kleine Schlucht direkt an dem kleinen Fluss entlang. Am Anfang ist die Straße noch asphaltiert und wechselt dann ein paar Kilometer vor Tor in eine Schotterpiste, die aber recht leicht zu befahren ist. So, wir sind jetzt in Tor angelangt. Hier geht jetzt die Smuggler Road los. Und die Fahrt hier durch die Schlucht hoch von Alins, das war schon ein tolles Erlebnis. Durch die enge Schlucht. Und ja, jetzt geht's los. Die Ortschaft Tor besteht gerade mal aus 4 bis 5 Häusern und einer kleinen Kirche. Sobald man die Brücke überquert hat, befindet man sich auf der eigentlichen Smuggler Road. Nach ca. 1 Kilometer gibt es eine Abzweigung. Hier kann man auch links abbiegen. Ein Weg führt links um den Berg, der andere rechts herum. Dann treffen sich beide Wege wieder. Also verfahren kann man sich hier nicht. Die Strecke führt durch ein traumhaft schönes und idyllisches Tal. Überall laufen hier Kühe und Pferde herum. Wir haben heute auch wieder fantastisches Wetter. Keine einzige Wolke ist am Himmel. Da ist die Fahrt hinauf nach Andorra natürlich ein absoluter Genuss. Im Gegensatz zu der Hardcore-Auffahrt von gestern auf den Pic Negre ist es heute sehr entspannt zu fahren. Und so eine Wasserdurchfahrt durch den kleinen Fluss ist natürlich auch immer recht spaßig.
Die Smuggler Road ist natürlich eine sehr bekannte Offroad-Strecke und dadurch auch recht stark frequentiert. Selbst am frühen Morgen sind hier schon viele Biker unterwegs. Leider ist die Strecke nur ca. 10 Kilometer lang. Vom Schwierigkeitsgrad würde ich sie auf SG3 einstufen, also in etwa so wie die Asieta-Kammstraße in den Westalpen. So, hier, genau hier endet jetzt die Smuggler Road. Hinter mir ist die Smuggler Road. Und auf der anderen Seite ist Andorra. Ich stehe jetzt genau auf der Grenze. Und ab Andorra ist es wieder asphaltiert. Von hier oben hat man einen grandiosen Ausblick auf Andorra und auf der anderen Seite hinunter nach Katalonien. Wenn ihr mal in Andorra seid, dann müsst ihr hier unbedingt hoch, egal von welcher Seite. Der Port de Cabús ist der mega Viewing Point. Mit einer Höhe von 2305 Meter ist er einer der höchsten Pässe in den Pyrenäen. Er ist sogar noch höher als der Tourmalet. Ja, jetzt haben wir hier ein wunderschönes Plätzle gefunden und da machen wir jetzt gerade Mittagspause und ich glaube, es gibt schlechtere Plätze als diesen hier, um eine Mittagspause zu machen. Grandiose Aussicht auf Andorra und keine Wolke am Himmel. Mahlzeit! Bernie lässt sich schon schmecken. Aber dann, ich lege jetzt auch los. Jetzt sind wir wieder in Andorra la Vella gelandet. Das Navi will einfach nicht in die Berge und hat uns komplett in die andere Richtung geführt. Und jetzt nochmal zurück durch das ganze Verkehrschaos hier bis auf die andere Seite von Andorra. Da haben wir beide keinen Bock drauf. Aber ich habe ja noch eine Ersatzroute. Die geht hier offroad durch das Grenzgebiet über zwei Pässe. Also erstmal raus aus Andorra. Und 5 Minuten später sind wir schon wieder in den Bergen. Ein paar Kurven und die ein oder andere Serpentine. Und schon waren wir wieder in der Nähe der Baumgrenze angelangt. Geht es noch hoch oder geht es noch runter? Ich würde eher sagen, es geht hoch, oder? Also im Zweifel immer nach oben. Ja, und dann entwickelte sich die Strecke in eine richtig tolle Schotterpiste. Der Belag war nicht allzu grob, somit konnten wir es hier richtig schön laufen lassen. Also vom Funfaktor her absolut top.
Perfekt, da müssen wir durch. Ja, der Weg geht weiter. Hier sind wir jetzt in einer Höhe von ca. 2000 Meter im absoluten Niemandsland unterwegs, mitten im Gebirge und abseits jeglicher Zivilisation. Die Route habe ich in mühevoller Kleinarbeit zusammengebastelt. Außer Kühen begegnest du hier normalerweise niemand mehr. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir hoch müssen oder runter müssen. Ja, das sehen wir gleich, wenn wir fahren. Schade, dass wir hier an der Abzweigung nicht links hochgefahren sind. Das wäre zum einen der richtige Weg und dann nochmal ca. 20 Kilometer Offroad gewesen. Und wir wären in der Nähe von unserem Campingplatz wieder rausgekommen. Wir waren jetzt allerdings wieder auf der falschen Seite vom Berg. Das bedeutete für uns jetzt nochmal die große Schleife durch Andorra und über die N260 bis nach Lavoisie auf unseren Campingplatz. So, jetzt gibt es hier noch einen schönen Steak mit Zwiebeln, Tomatensalat, ja, die Offroad-Fahrerei macht hungrig. Das war jetzt der erste Teil unserer Pyrenäen Offroad-Tour 2024. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über ein Like. Im zweiten Teil geht's dann spannend weiter. Wir befahren spektakuläre Schotterpisten im Hochgebirge und wagen uns zum Abschluss
an den schwierigen Aufstieg zur Mine von Liat. Also bis bald, bleibt gesund und munter, euer Rainer.